Herzlich willkommen in den Emslandhallen hier zur Gesund und Fit. Liebe Freunde, liebe Aussteller, liebe Zuschauer, Herrn Rosowski, herzlich willkommen. Dankeschön, Rainer. Und zu meiner Linken ist der Schirmherr, der Chef über alles hier, Herr Koop. Moin. Das passt doch. In diesem Sinne sage ich jetzt einfach mal Moin, Michael, und ein paar Worte an deine Aussteller. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Aussteller, ich freue mich natürlich, dass ihr wie vor 2 Jahren hier den Weg wieder in die Emslandhallen gefunden habt. Ich hoffe, dass alle viel Spaß haben werden. Da ich ja so ein bisschen als Veranstalter fürs Wetter zuständig bin, wird jeder merken, ich kann nur gutes Wetter. Und das ist an sich gar nicht so schön in diesem Fall. Aber ja, damit müssen wir heute leben. Und ich freue mich drauf auf eine spannende Messeveranstaltung mit vielen interessanten Gesprächen, auch untereinander, das ist ganz wichtig, zwischen den Selbsthilfegruppen, zwischen den regionalen Anbietern und natürlich auch aus dem Bereich Pharma. Allen nochmal herzlich willkommen und viel Spaß. Wir wollen ja, dass wir uns alle gegenseitig ein bisschen kennenlernen und dafür, dass das dann auch funktioniert an den Ständen, ist eigentlich Herr Rosowski zuständig. Deswegen auch noch ein paar Worte von dir, Ralf. Jawohl, danke. Organisatorisch hat Michael schon gesagt, wir haben dieses Jahr die Stände ein wenig anders angeordnet. Von einigen Ausstellern habe ich schon gehört, das gefällt denen sehr gut. Vom Programm her, vielleicht schon mal so ein kleiner Ausblick. Um 15 Uhr ist hier eine wunderschöne Modenschau. Um 14 Uhr gibt es am Vortragsraum etwas zu hören und um 16 Uhr gibt es auch wieder was Besonderes. Lasst euch einfach überraschen. Also ein buntes Programm. Vielen Dank, Michael. Wir sehen uns gleich. Vielen Dank, Ralf. Du bist ja immer unterwegs, immer ansprechbar für Sie alle. Und in dem Sinne sage ich viel Spaß, gute Geschäfte und bis gleich. Ohne die Sponsoren können wir diese Tombola nicht ausrichten. Der Erlös, der geht dann in die Gruppenarbeit ein. Da werden Seminare von gemacht. Wir haben eine neue Jugendgruppe hier in Lingen. Dafür werden Gelder verwendet. So können wir suchtkranke Menschen immer noch wieder versuchen, auf den richtigen Weg zu kriegen und auch finanziell etwas unterstützen, die dann etwas abgesackt sind. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, lassen wir unsere Fee doch einmal reingreifen. So, der erste Preis geht an eine Dame in Lingen und zwar geht der an Fatima Staden. Herzlichen Glückwunsch! Wir bieten also eine kostenlose Stoffwechselanalyse. Wir sind also bereit, Sie können sich auf ein Gerät stellen, brauchen also nur Ihre Schuhe und Strümpfe auszuziehen. Und wir messen dann die Zusammensetzung Ihres Körpers und können dann ganz konkret sagen, hier muss was oder hier sollte was getan werden oder auch nicht. Hier ist ein Netzwerk entstanden, was einfach vorher gefehlt hat. Und ich glaube, das ist auch wirklich deiner Initiative geschuldet. Wir sehen ja, alles, was mit Gesundheit zu tun hat, ist ein wahnsinniger Markt. Deswegen ist es auch von ökonomischer Bedeutung. Aber es hat auch große politische Bedeutung. Wenn ich anschaue, über welche Summen wir gerade auch im Gesundheitsbereich reden und welche Entwicklungen wir dort sehen, macht es natürlich Sinn, dass sich auch die Gesundheitsanbieter vernetzen. Und das ist, ich sage es halt nochmal, wenn es die Ausstellung nicht gäbe, dann müsste man sie neu erfinden. Und deswegen, ich kann das nur begrüßen.
Meine Funktion am Bonifatius Hospital ist die Leitung der Abteilung Kardiologie, Angiologie und Schlafmedizin. Wir kümmern uns natürlich zum einen um die Behandlung insgesamt medizinischer, internistischer Erkrankungen. Es stehen uns diverse moderne diagnostische Verfahren zur Verfügung. Wir haben ein sehr modernes Herzkatheterlabor, das uns dann auch ermöglicht, viele dieser Erkrankungen direkt vor Ort zu behandeln. Die zentrale Notaufnahme ist eine Einrichtung, die dafür geschaffen worden ist, wirklich 365 Tage rund um die Uhr besetzt zu sein mit Notfallmedizinern, mit diensthabenden Fachkollegen aus dem Krankenhaus, um Patienten in Not weiterhelfen zu können. Immer in ganz enger Kooperation medizinisch-ärztlich, genauso wie mit den Pflegekräften, mit den Fachpflegekräften, die den Patienten in den Notfallsituationen und auch darüber hinaus den Angehörigen zur Seite stehen.